So, da sind wir wieder bei Adventures of Sting. Ich habe jetzt mal hoffentlich den Sound ein bisschen angepasst, dass ich auch mal zu hören bin, wenn ich mal da rumhüpfe. Auf jeden Fall springen wir jetzt erstmal ins dritte Level und schauen, was uns hier erwartet. So, es sollte jetzt klappen mit dem Sound. Manchmal werden Bomben aus kleinen Raumschiffen geworfen. Darkon produziert sie in seinem dunklen Stern. Deshalb können wir sie leider nicht endgültig ausschalten. Und wie soll mir das helfen? Spielerisch gesehen? Ich denke, das sind Tutorial-Boxen. Das hat ja gerade nur die Story ein bisschen erklärt. Naja. Dann kommen wir her. Boom! So. Oh, eine Geschenkbox. Hier müsste doch gleich noch mal da. Komm her. Und rüber. Und geht doch. Schokolade! Schokolade! Ja, da wäre ein gewisser Herr jetzt sehr glücklich. Weil jeder mag Schokolade. Sogar. Naja. Ein gewisser Herr und auf einmal jeder mag. Jetzt spreche ich auf einmal jeden an, oder was? Das mag ja auch nicht jeder Schokolade. Siehe SpongeBob. Und. Oh, da sind ja Münzen drinne versteckt. Das ist ja wie bei Mario. So. Und hepp. Jetzt brauche ich wieder eine Bombe. Komm her. Und 360 No-Scope. Tut mir leid. ja. Willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn machen? Muss ich die... Hä? Ah. Wow. Das sind ja wie geflügelte Gumbas. Nur dass die dieses Spiel. Ich kann die nicht mal gefangen nehmen. Boah. Komm her, du Hurensohn. Ach, keine bösen Wörter hier. Das ist. Obwohl das Let's Play müsste ja USK 18 sein. Das Spiel wurde ja nicht geprüft. Also darf ich ja auch Kraftausdrücke verwenden. So, was sagt uns die Infobox? Selbst wenn es unmöglich scheint, kann so mancher Weg zum Ziel führen. Wir sind immerhin hier in einer Märchenwelt. Okay. Aua! Hä?
Nein! Nein! Nochmal! Ja. Gedreckt. Ja, das kennen wir schon. Ups. Dann komm mal mit. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Also ich will's hier jetzt echt wissen, ne? Sag mal. Boah, du scheiß Wallhacker. Warum kannst du da durch? Irgendwie habe ich das. Ich bin tot. Ja. Wie wir alle merken, bin ich scheiße in dem Spiel. Aber ja. Jetzt nehme ich mal als Entschuldigung, dass die Spiele von früher immer schwerer waren. Heute kriegt man alles immer ausführlich erzählt. Man kriegt sogar erzählt, wo es lang geht. Na gut, hier weiß man auch eigentlich immer, wo es lang geht. Immer zur Seite. Okay, ich gebe zu, ich bin scheiße. Aber spielt ihr doch mal dieses Kackspiel. Das ist gar nicht so leicht. So. Und. Hep. Klappt das? Warum klappt das nicht? Kann ich auch irgendwie Fähigkeiten deaktivieren? Ja, ich muss ein Leben verlieren. Das sollte so nicht passieren. Du, 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 du. So, Volltreffer. Dann kommt jetzt hier wieder Springpferd-Guy. So, und ich frage mich, warum das so unnötige Übergänge gibt. Ach so, ich krieg da Leben wieder. Ja, denn beschwere ich mich mal nicht. So. Okay, ich glaube, ich scheiß jetzt einfach mal. So geht das. Hinten war doch auch noch ein Bombenspawn, ne? Der müsste je. Verdammt, das. Deshalb ist es ein neues Gebiet. Jetzt verstehe ich.
Damit man hier das nicht abusen kann. Weißt du was? Ich ziehe das Level jetzt einfach durch jetzt. Ich sterbe nachher nur wieder und dann reg ich mich wieder auf. Haben wir ja schon wieder. Sind schon wieder aufmerksamkeitsgeil und stören meine Aufnahme. So und weiter. So, noch. Es war irgendwie klar, dass das nicht das Ende sein wird. So. Putzen Sie Ihre Zähne dreimal am Tag. Morgens, mittags und abends. Nicht vergessen. Nach jedem Essen. Das sagst du einem Gamer? Komisches Spiel. Die Entwickler haben wohl kein RTL geguckt. Unfassbar. Zähne putzen, was ist das? Dieses Spiel. Als nächstes sagt es noch, dass Schweine fliegen können. Obwohl, es ist eine Märchenwelt, ich sollte mein Maul nicht so weit aufreißen. Wow! Sonic Chick! Wow! Ich kann nicht fliegen. Und höpp. Sie kommen noch höher hinaus, wenn sie sich an einem Vogel festhalten, bis nach ganz oben. Oh. Ja. Mir jetzt egal. Ja. An sich lief es jetzt mal ein bisschen besser. Auch wenn ich kein. Ich hab. Okay. Ja, anscheinend habe ich 100% erreicht, was gar nicht stimmt. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Stufe 4. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Adventures of Sting. Tschüss, bis dann.